So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Der nächste Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Bidiza ist weg und ich glaube, keiner trauert um Bidiza, oder? Habt ihr den Bidiza Cup gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. Der nächste 5er Raid-Boss ist da und es ist die Oxys. Die einen freuen sich, die das noch gar nicht haben. Die anderen sagen, okay, ich hab's zwar schon, aber hoffentlich ist es shiny. Und ich ärgere mich, weil ich hab's schon und es ist nicht shiny. Also fragt nicht nach, kann das shiny sein? Es kann nicht shiny sein. Ihr braucht es auch nicht für Raids und gar nichts. Es ist ein Pokédex-Eintrag oder für die Go Battle League. Da hat es seinen Sinn und Zweck, aber nicht jeder zockt die Go Battle League. Aber gut, nicht jeder ist auch so ein Power Raider. Deswegen gönnt's euch, wenn ihr es braucht. Wir stehen jetzt hier, um euch das mal zu zeigen. An der Arena Schachbretttisch, die kann ich euch direkt gleich vor Ort auch noch zeigen. Die sieht nämlich so aus, da ist ein Tisch, ne? Und das ist ein Schachbrett. Wenn ich mich rumdrehe, seht ihr das? Das ist die Arena. Ihr habt da Stühle daneben, da könnt ihr euch hinsetzen, da könnt ihr drauf zocken. Ich hätte das alles schön, man hätte sich hier hinsetzen können, die Handys hier herlegen, das schön aufs Schachbrett drauf, hätte hier zocken können, aber es ist alles klatschnass. Es nieselt auch gerade immer noch, deswegen werde ich wohl. Ich setze mich trotzdem mal kurz hier auf diesen nassen Stuhl. Vielleicht lege ich das Zeug auch hier hin. Ich habe zwar da hinten geparkt, weil die ein bisschen entfernt war und weil es regnet, habe ich gedacht, kann ich mich im Kofferraum unterstellen. Aber jetzt hat es eigentlich aufgehört. Ich glaube, ich baue mich dann hier auf. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, ich habe wieder den Community-Tab genutzt, einen Community-Raid zu posten. Es haben sich auch ein paar Leute eingetragen. Die ersten 10 werden immer eingeladen. Und guckt euch das an. Pupek ist am Start. Shenaya ist am Start. Juniora ist am Start. Harry ist eigentlich am Start. Lucian ist am Start. Damien, Mazofix, Killerboss, Slowdowls, Farmer Philipp. Dann habe ich geschrieben, alle Plätze sind vergeben. Oliver kam zu spät, aber ich habe ihm geschrieben, wenn der Harry nicht annimmt, lade ich den Oliver noch ein, denn auf dem Account, wo ich den Harry geedit habe, ist der Oliver eh schon drauf und er wäre der Nächste. Den Harry habe ich vor 41 Minuten geedit, so wie es da steht. Er hat bis jetzt immer noch nicht angenommen. Wenn er jetzt gleich immer noch nicht annimmt, dann kann ich den Harry nicht einladen. Dann lade ich den Oliver ein. Ansonsten steht hier jetzt noch Drachenkonder, Kolfries. Und eine Sache, die ich wieder gesehen habe. Ich kann es euch nochmal zeigen. Zack. Tat, Jutada und du seid jetzt Hyperfreunde. Raus mit dem. Ich habe heute einen langen Community-Post geschrieben, warum ich den jetzt lösche und warum ich viele andere heute gelöscht habe und warum ich auch noch viele andere löschen werde. Sagt nicht, hey, ich bin doch aktiv, ich öffne immer und überall. Die meisten wollen leveln wegen den Punkten. Die meisten sprechen sich ab, die meisten machen das an den Z-Days, an den Raid-Stunden. Es steht auch bei meinem Trainer-Code dabei, Level-Ups für Hyper-Freunde und beste Freunde. Einer und zwei könnt ihr öffnen, wie ihr wollt, ist komplett egal. Aber morgen ist der Z-Day und alle, die heute ihre Level-Ups machen, die fliegen raus, da kenne ich nichts. Der hat also nicht mehr, oder der, die das hat, nicht mehr die Chance, jetzt bis beste Freunde zu gehen, denn nochmal 60 Tage leveln mit jemandem, der sowieso random einfach irgendwie aufmacht, ohne selber drauf zu gucken, ach, ich steig auf. Die meisten haben selbst nicht mal ein Ei an, öffnen und dann, Level up, oh mein Gott. Also wer da wirklich drauf achtet, ist gern gesehen, wer da nicht drauf achtet, der fliegt jetzt hier raus an dieser Stelle, weiter wird es für die Leute nicht gehen. Ja, mache ich auch so. Das hat keinen Nähwert. So, wir warten jetzt drauf, ob der Harry noch annimmt. Und dann machen wir den Raid, glaube ich, direkt hier. Ich meine, ich sitze jetzt eh schon hier. Mein Arsch ist eh schon nass. Und dann hole ich die Sachen halt noch her und lade den Rest ein für den Nicht-Shiny-Deoxys-Community-Raid. Guckt euch mal den schönen Block hinter mir an. Und guckt euch nochmal den schönen Schachbretttisch an. Ist das nicht herrlich? Jetzt noch einen Kasten Bier dazu, ne? Ein paar coole Dudes am Start. Wenn ihr auch jetzt hier sitzen wollen würdet, 3 Plätze sind noch frei. So, ich habe die Sachen jetzt doch aus dem Auto geholt, werde mich doch jetzt fix hierher setzen. Auch wenn natürlich irgendwie alles nass rieselt. Ich habe auch mal geguckt, beziehungsweise kann ich noch mal gucken.
Der Harry hat nicht... Verdammt, der Harry hat angenommen. Und zwar jetzt. Genau jetzt steht Harry drin. Eine Minute vor Beginn. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich den Oliver nicht einlade. Aber der Harry mitmacht. Ne? Jetzt gehen wir mal hier drauf. Was auch wichtig ist, da wir wieder 10 Einlader haben, ich darf diesmal keine öffentliche machen. Erstmal, beziehungsweise muss ich erstmal privat rein, die einladen. Und wenn die drin sind, kann ich sie ja öffentlich stellen. Weil in der Gruppe lesen wieder alle, okay, 12.10 Uhr Raid, keiner meldet sich an, alle gehen rein. Ich will 10 Leute einladen, die schaffen es nicht rein, obwohl ich die alle erst adden musste. Und deswegen ist es immer ein bisschen kompliziert, seitdem das mit den Fan-Raids so komisch ist. Wir drücken jetzt hier mal drauf. Das heißt, ich muss hier, mache ich meine private so auf, Gruppe erstellen, gebe den Code hier drüben auch ein. Bisasam. Ja, so, jetzt muss ich fix die Leute einladen. Und es klebt alles. Harry, Jonora, Pupek, Lucian, Shinaya. Und hier drüben drücken wir Damien, Farmer, Philipp, Killerboss, Slot Dolz, Matzofix. Jetzt muss ich aber mit den restlichen auch noch rein. Muss den Gruppencode noch 10-mal eingeben. Es wird also immer komplizierter. Obwohl der Gruppencode diesmal leicht ist. Bisasam, Relaxo, Relaxo. So, jetzt müsste ich überall drin sein, theoretisch. Und wenn wir jetzt 16 sind, dass ich weiß, meine 6 sind drin und die 10 eingeladen sind, dann kann ich es auch auf öffentlich stellen, in der Hoffnung, dass jemand, der den Raid sieht oder von dem Raid weiß, halt trotzdem auch noch beifrönen kann. Ne? 13, 15, noch 1. Killeboss. 16. Jetzt kann ich es auch öffentlich stellen, weil jetzt sind alle drin. Und wenn jetzt noch ein Fernraider reingehen möchte, müsste da stehen, zu viele Fernraider. Und wenn aber einer in der Nähe ist, hier hinterm Gebüsch oder so, dann kann der rein, weil der ist ja in der Nähe. So müsste ich das jetzt immer machen, beim Community Raid zumindest. Den mache ich ja immer nur beim ersten Mal, immer nur beim Raid-Boss-Wechsel mache ich den Community Raid, lade 10 Leute ein, da ist es halt ein bisschen komplizierter. Ansonsten poste ich dann täglich, wenn ich einen Raid mache, den rein, mache den mit meinen 6 Accounts, da können meinetwegen 100 Leute mit Fan-Raids mitmachen von außerhalb, das wäre dann wurscht. Jetzt habe ich auch gar nicht geguckt, was wir hier nehmen. Normalerweise hätte ich eigentlich Despo da vorgeschlagen. Despo der Armee zum Kämpfen gegen die Oxys. Wegen Unlicht. Die Angriffsform von die Oxys war ja auch mal im Raid. Die konnte man sogar solo bezwingen. Das war auch eine heftige Sache. Das glaubt mir jetzt wieder keiner. Gibt es aber trotzdem ein Video davon. Weil die Angriffsform hatte zwar Angriff, hatte aber so wenig Verteidigung, dass ihr mit einem 6er-Team Despo da den locker Solo machen konnte. Und eigentlich müsste das ja immer derselbe Typ sein. Das heißt, es müsste Unlicht immer effektiv sein. Es hat hier Knackrack genommen. Hier kämpft es mit Mewtwo, hier ist Giratina, hier ist Dragoran. Hier unten ist auch Knackrack. Aber wir sind so viele Leute, da ist es eigentlich egal, mit was wir kämpfen. Trotzdem ist die Verteidigungsform die stärkste. Also die... Man braucht am meisten Spieler, sagen wir es mal so. Denn die hat halt die meiste Verteidigung, sieht deswegen auch so dick aus. Das heißt, wer die bekämpfen will, der schafft das nicht mit einem, nicht mit zwei. Mit drei wird es schwierig. 4, 5 sollten es schon mindestens sein. Dann müssen die aber auch ordentlich ausgestattet sein, ordentlich drauf knüppeln. Schade, dass es leider nicht als Shiny da ist. Ich meine, es gab es früher in den X-Raids, dann gab es das so in den 5er-Raids schon. Jetzt ist es wieder da. Hätte ich es mir als Shiny gewünscht natürlich. So werde ich nur den täglichen Raid Pass immer machen. Vor Ort, legit, an der Arena. Gerade für die Interaktion mit den großen Accounts. Aber Raid Mania Mittwoch ist ja auch noch. Das heißt, ich muss eure Einladungen annehmen von 18 bis 19 Uhr, damit ihr Punkte verdienen könnt. Obwohl ich das Pokémon gar nicht brauche und eigentlich gar nicht machen möchte, mache ich das dann im Prinzip nur für euch, dass ihr Punkte sammeln könnt und dass ihr raiden könnt. Weil von euch macht jeder genau einen Raid. Und wenn das 20 Leute sind, muss ich 20 machen.
Das geht natürlich wieder aufs Geld, aber egal. Nehme halt mit. Dafür ist es ja die Raid Mania. Den 100er Wert weiß ich jetzt auch nicht. Wir gucken mal hier, dass wir alles überspringen können. So sie Sau. Jetzt ist es plötzlich ein Shiny. Ein Spaß, es gibt kein Shiny. Lasst euch da nicht irritieren. Da ist der Beutel schon wieder voll. Da müssen wir wieder was rausschmeißen. Viel zu viel. 12,51. 12,52. 12,56. 12,82. Das ist bestimmt das 100er. Da könnte ich drauf wetten. Hier muss ich noch, da war der Beutel voll, da muss ich noch eins wegwerfen. Dann gucken wir uns gleich auch die Statistiken an. Und dann gucken wir, was der Große hat. Der Große hat bestimmt wieder das Schlechteste. 12,77, also 82 ist das Beste gerade. Matzofix, letzter Angriff. Lucian, kampfstark. Slot Dolls, 338 Kilometer, Reisender, Shenaya, geballte Ladung, Ivar Kids, Gigant, hatte das größte Pokémon. Ich weiß gerade gar nicht, mit was er gekämpft hat, aber ist auch egal. 15, 16, 16, 18, 18 Bälle ist hier das meiste, der hier hat 16 und es ist 12,64, ist das drittbeste. Nehmen wir jetzt mal mit, versuchen wir mal zu fangen, beziehungsweise guck mal, wie sich das fangen lässt. Stellen den Kreis hier wieder ein, werfen einfach fabelhaft, das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir den Kreis nicht mehr einstellen. 1, 2, okay. Eben war das wild rumgekurve. Jetzt machen wir mal die 8, das zeige ich ja im Stream immer. Wo ihr zweimal schlängert, also 1, 2 und dann loslasst, das ist die 8. Ging aber daneben. Voll auf die 9. Da müssen wir nochmal die 8 machen. Die 8 muss sitzen, also. Das sind hier Skills, die abgefragt werden. Das ist halt wieder anders. Bei Regigigas konntest du weit werfen, aber ich finde, der sitzt sogar ein bisschen weit vorne, sodass du gar nicht so viel Power geben kannst, weil du dann drüber wirfst. Wir probieren uns also weiterhin an der 8. Der hüpft wieder sehr auffällig, obwohl der eigentlich so groß und globig ist. Schwer, träge. So, zweimal curven, einmal werfen, das ist die 8. Jetzt zeigen wir euch als nächstes das U. Da macht ihr nicht zack, zack, sondern ihr macht einfach nur zack. Damit ihr immer weniger Bewegung drin habt, um das Pokémon zu verwirren. Es hüpft, okay. Ihr wartet, bis es angreift. Alter. Gut, wir fangen es morgen einfach. Moment. Man könnte das ja auch zusammenschneiden, aber da muss ich immer so viel schneiden. Deswegen müssen wir das immer so roh und ungeschnitten machen. Hier, das ist ein U. Habt ihr das gesehen? Ich habe keine 8 gezeichnet. Ich habe nicht wild rumgekurvt. Ich habe einfach nur einmal einen Schwung geholt. Aber das reicht im Prinzip. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Hier, zack. Einfach einmal Schwung holen. Guckt mal, wie leger das aussieht. So müsst ihr werfen. Dann klappt's auch. Und wenn ihr das verinnerlicht, bleibt jedes Pokémon drin. Außer das, weil das flieht ja gleich. Nein, wir haben ja noch 11 Bälle. Das heißt, wir haben noch viel Zeit. Aber 12,82 macht mich trotzdem stutzig auf dem unteren. Das ist ein Account, der eingeladen hat. Das heißt, das müsste Pikant oder Kids sein. Oder mild und pikant? Ich weiß es nicht. Zack, einmal U, fertig. Ihr könnt euch so lange das Gebäude hinter mir angucken oder die Bank oder alles andere. 1, 2, 3, jetzt ist es auch drin. Vier XL-Bonbons, okay. Wir bewerten es mal. Das ist eigentlich schon relativ gut. Und wenn das andere 82 hat, ich glaube, wir fangen das andere einfach mal. Und falls es ein 100er ist, schneide ich es hinten noch rein. Wenn nicht, dann nicht. Wir können auch gleich mal gucken, weil wir sowieso das jetzt gefangen haben, wie das aussieht im Pokédex, wie viele wir schon gemacht haben von Deoxys. 92 gesehen, 54 gefangen. Wie gesagt, das war schon mal da. Ihr seht ja auch die Shiny-Formen. Guck, Verteidigungsform, Shiny. Normalform, Shiny. Angriffsform, Shiny. Initiativeform, Shiny. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt nicht. Es reicht, wenn ihr eins von allen in Shiny habt, dann seht ihr von anderen auch die Shiny-Form. Ihr bräuchtet die also gar nicht auf der Hand. Sieht aber trotzdem cool aus.
Das hätte ich also gerne gehabt. Das hätten sie einführen müssen. Das packe ich jetzt ins Thumbnail rein, damit die Leute sagen, Alter, der hat einen Shiny gefangen. Nicht. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.